Ich sitze hier gerade mit Harald Stenger, ehemaligem Nationalmannschaftspressesprecher, nach dem Spiel Deutschland gegen Ungarn. Herr Stenger, es sind schon einige Fans in Stuttgart jubelnd nach Hause gelaufen, haben gesungen, wir fahren nach Berlin. Wie sehen Sie das? Wie viel darf man diesen beiden Siegen jetzt zutrauen? Natürlich dürfen die Fans, wir fahren nach Berlin singen. Und das ist ja auch der große Traum aller derer, die der Nationalmannschaft den Daumen drücken. Aber man muss schon bei realistischer Betrachtung sehen, die deutsche Vorrundengruppe hatte jetzt nicht gerade die stärksten Gegner. Und richtig los geht das Turnier in der K.O.-Runde. Und da kommen ganz andere Brocken auf die deutsche Mannschaft zu. Deshalb wäre ich mit diesem Song, so verständlich er ist, noch etwas vorsichtig. Die Stimmung bei den Fans wirkt sehr euphorisch, sehr ausgelassen. Wie schätzen Sie die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft ein? Die ist, soweit ich das beobachten kann und auch höre, sehr, sehr gut. Das sind der ideale Kader. Und das ist jetzt so in diesem Fall besonders die jungen Wilden wie Wirtz, wie Musiala, wie Sané, der momentan auf der Bank sitzt. Aber dann auch so Strategen wie Groß, Gündogan, Andrich. Ich glaube, dass das alles harmoniert und die Mannschaft schon von sich überzeugt ist und begeistert ist. Und in der Offensive läuft es ja auch recht gut. Wen sehen Sie denn aktuell in der Favoritenrolle? Welche Mannschaften könnten da ganz gefährlich werden? Also nach dem ersten Spieltag der Vorrunde muss man ohne Wenn und Aber sagen, die Spanier haben den besten Eindruck hinterlassen. Alle anderen Top-Mannschaften haben eine ordentliche Vorstellung geboten, aber keine überragende. Es waren meistens Pflichtsiege. Also ich will es mal so sagen, am Ende werden auch bei diesem Turnier wieder die üblichen Verdächtigen am Ende den Titel unter sich ausmachen. Gerade bei solchen Großturnieren gibt es immer wieder auch abseits des Spielfeldes bedeutende, skurrile, wichtige Momente. Was ist Ihnen da besonders in Erinnerung bisher geblieben? Also wenn ich darüber nachdenke, würde ich zwei Dinge rausheben. Einmal politisch. Mich hat es sehr beeindruckt, dass Kylian Mbappé, der französische Leader, vor dem Spiel gegen Österreich in der Pressekonferenz betont hat, wie wichtig es für alle Franzosen sein wird, zu den Wahlurnen zu gehen bei den Wahlen für die Nationalversammlung. Das ist ein klares Zeichen gegen den Rechtsruck in diesem Land gewesen. Das war politisch mutig und auch richtig. Und das Zweite war mehr das Menschliche. Christian Eriksen, der Däne, ist vor 3 Jahren bei der Europameisterschaft in Kopenhagen mit einem Herzstillstand zusammengebrochen, wurde abtransportiert und sein Zustand war anfangs besorgniserregend. Jetzt bei diesem Turnier war er wieder dabei, hat auch das erste Tor für die Dänen geschossen. Also das ist ein Comeback der besonderen Art, so ein bisschen anrührend ist und die menschliche Seite mehr in den Blickpunkt bei diesem Turnier rückt. Dankeschön.